Also unsere Projektidee ist, dass die Messung von Luftqualität ja äußerst schwierig ist. Also man hat meistens am Boden Messstationen, die in der Höhe von 3-4 Metern die Luftqualität messen oder am Boden. Und wir dachten, es wäre ganz cool, mit einer Drohne auch in höheren Luftschichten die Luft zu messen, um darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie die Luftqualität für uns Menschen am Boden ist. Deswegen haben wir Sensoren, die Luftqualität einschätzen, Temperatursensoren etc. an eine Drohne geschraubt, um quasi auch in verschiedenen Höhen da Daten gewinnen zu können. Ich mag am Programmieren eigentlich am meisten, dass man mit anderen Leuten was Eigenes macht, dass es so sein eigenes kleines Projekt ist, was man hochzieht. Und ich mag auch diesen sozialen Aspekt dabei und ich glaube, das ist auch das, was ich bei JugendHackt insgesamt am coolsten finde. Das sind Leute, die halt man so in der Schule nicht trifft, die sind halt, ja, wenn ich es sage, komplett anders, hört sich das blöd an, aber halt eigenartig und haben teilweise ähnliche Weltanschauungen wie man selber und ich finde, das ist extrem spannend und cool und deswegen fahre ich auch immer wieder gerne zu JugendHackt, weil es natürlich immer wieder neue Leute sind und deswegen sind es auch wieder immer wieder neue Erfahrungen. Bei Drohnen ist es halt so, die Motoren drehen sich nicht einfach. Da gehört also viel mehr dazu, um so ein Ding zum Fliegen zu bringen. Das heißt, es braucht irgendwie Rotoren, die sich in verschiedene Richtungen drehen. Und eine Drohne braucht natürlich auch so eine Art Gyrosensor. Das heißt, es ist ein Sensor, der die Neigung der Drohne ermitteln kann, um sich quasi im Flug selber auch wieder auszugleichen. Das wusste ich vorher in der Form so nicht. Das habe ich quasi neu gelernt, wie so ein Objekt fliegen kann oder wie so eine Drohne fliegen kann. Dadurch, dass wir den Flugcontroller, also die Steuerungseinheit, die die Motoren steuert und den Flug der Drohne korrigiert bzw. auch die Befehle von der Fernsteuerung entgegennimmt, komplett selber basteln mit einer vorgefertigten Software, kommt man da so ein bisschen mit rein und sieht quasi, wie sowas funktioniert. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber, wenn man jetzt irgendeinen fertigen Flugcontroller nimmt. Okay, wir wollten das Ganze natürlich verknüpfen und ein bisschen was Neues lernen dabei. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich zum Beispiel, als ich hier angekommen bin, ein bisschen Python-Erfahrung hatte, aber gar nichts von HTML wusste. Und jetzt kann ich schon ein bisschen was auf HTML schreiben und ich habe zum Beispiel dieses Logo designt, das wir entworfen haben. Das heißt, wir nehmen so eine Drohne, bauen die Motoren und die Motoren ab und setzen die quasi mit dem eigenen Rahmen, den wir 3D gedruckt haben. Und oben sieht man das Modell wieder zusammen. Und was denn deine eigene Steuerung ist.